jetzt sind wir absolut perfekt in der Zeit mit dem Schlussreferat von Matthias Stürmer zu der SIK-Checkliste für Open-Source-Beschaffung. Matthias, the floor is yours. Ja, also es freut mich sehr, heute mal endlich meinen ersten Vortrag an der IT-Beschaffungskonferenz halten zu dürfen. Das ist für mich sehr ungewohnt, ich bin ganz nervös. Nach diesen verschiedenen praktischen Beispielen, wie Open Source jetzt eben eingesetzt wird, möchte ich ganz kurz so die in dem Sinn Lessons Learned zeigen, die ich jetzt eben auch wahrgenommen habe aus meiner Erfahrung. Und zwar möchte ich Ihnen einerseits mal ein paar grundsätzliche Gedanken mitgeben, dann diese SIK und BBL-Merkblätter in dem Sinn kurz vorstellen und dann auf drei Arten zeigen, wie Open Source Software beschafft werden kann. Wenn wir uns anschauen, eben was dieses Jahr in der Presse gestanden ist, haben sie ein Investigativteam hat herausgefunden, ganz neu, Europas fatale Abhängigkeit von Microsoft, etwas, was man noch nie geglaubt hat, haben sie da herausgefunden. Auch in der Handelszeitung ist es gestanden. Was auch wieder für Unmut gesorgt hat, sind diese Freihänder für Oracle. Über 80 Millionen Franken haben die gekriegt, ohne quasi eine Ausschreibung zu machen. Klammer auf, es sind in dem Sinn so Rahmenverträge, also ob da jemals alles abgerufen wird, ist dann die andere Frage. Auf jeden Fall, das ist so, was ja man hört von diesen Abhängigkeiten und wo ich ja nicht ganz unschuldig bin dabei. Was ich aber Ihnen auch aus wissenschaftlicher Sicht mitgeben kann, ist so eine Überlegung, ja, von was reden wir überhaupt, wenn wir von Abhängigkeiten reden? Wir haben gehört eben Produktabhängigkeit, Anbieterabhängigkeit und da habe ich mir mal überlegt, ja, was ist es jetzt genau, was uns abhängig macht. Und zwar einerseits gibt es nicht nur den Vendor-Lock-in, sondern es gibt auch den Produkt-Lock-in und da denke ich, muss man wirklich differenzieren, das eine vom anderen mal trennen. Also schauen wir uns mal das Software-Produkt, den Software-Lock-in an. Da habe ich festgestellt, es gibt technische Abhängigkeiten. Wenn Sie eben so Schnittstellen programmieren, Software integrieren, ist die Software technisch integriert in einem Umsystem, weil man ja nicht auf der grünen Wiese lebt. Es gibt aber eben auch organisatorische Abhängigkeiten, die dieses eine Produkt quasi mit den Abläufen der Organisation verbindet, weil Software ist ja kein Selbstzweck, es ist Integration Geschäftsprozesse. Und deshalb sind die Mitarbeiter angepasst, die Prozesse sind angepasst auf dieses SAP oder Open Source irgendwas, aber die Software an sich macht in dem Sinn abhängig. Und dann gibt es auch noch Fälle, wo quasi eine andere Instanz vorschreibt, was für Software eingesetzt werden muss. Also dann gibt es quasi wie noch fast übergeordnete Standardisierungsgesetze oder mindestens Regeln und dann in dem Sinn gibt es so diese Standardabhängigkeit, wo man hat. Das bezieht sich auf das Produkt, also die Software. Wenn wir jetzt den Anbieter daneben mal anschauen, wie macht der überhaupt abhängig, da sieht man, klar, eben dieses Thema rechtliche Abhängigkeiten, diese Lizenzen, wo das Urheberrecht gehört dem Anbieter, proprietär, property, also das Eigentum der Software gehört einer Firma und dann ist es klar, dann sind es Verträge, Urheberrecht, ohne diesen Vertrag, diese Lizenz, die Erlaubnis, die Software benutzen zu dürfen, darf man das eben nicht anwenden. Aber es gibt auch psychologische Abhängigkeiten, Markenprodukte, in Firmen wie Microsoft, Adobe, Apple und so weiter, die investieren bis zu doppelt so viel Geld in das Marketing, in das Branding, in das Sales, als in die Entwicklung selber der Produkte. Und das geht ja nicht einfach spurlos an uns vorbei. Also wir leben auch in diesem emotionalen Aspekt von Brands und wissen, ja, Photoshop, das läuft, das brauchen alle und dann bin ich on the safe side. Und der dritte Punkt, das ist klar Know-how-Abhängigkeiten, wo ein Anbieter über Jahre hinweg quasi eine Software integriert hat, weiterentwickelt hat, quasi jede Zeile Code kennt, ob sie ihm jetzt gehört oder nicht. Das ist das Know-how der Mitarbeiter, das in den Köpfen dieser Firma quasi steckt. Und wenn man jetzt diese zwei Aspekte mal differenziert hat und dass man sich versucht, ein bisschen zu versinnbildlichen, kann man sagen, es gibt Behörden, die setzen Software ein, in dem Fall jetzt eine Behörde trägt proprietäre Software ein, die macht abhängig, in dem Sinn eben, wie wir gesehen haben, die Software ist eben ein wichtiger Bestandteil der Organisation. Der Anbieter selber, der wiederum besitzt die Software, also es ist Eigentum des Anbieters, proprietäre Software und deshalb ist auch der Anbieter in dem Sinn, ist man abhängig von diesem Anbieter.
Man kann jetzt noch sagen, manchmal gibt es Zwischenstufen, ein Integrator, der beispielsweise SAP integriert, aber am Ende des Tages ist man vielleicht nicht vom Integrator abhängig, aber ganz sicher von SAP und die Lizenzpolitik. Und nebendran, neben die Alternative mit Open Source Software, ist man auch abhängig. Man ist abhängig von diesem Produkt durch diese technischen, organisatorischen Abhängigkeiten. Aber wenn man dann eben schaut bei den Anbietern, da ist der Wechsel möglich. Ich sage nicht einfach ohne Probleme, weil man hat immer noch diese Know-how-Abhängigkeiten. Man hat immer noch Brands, irgendwelche immateriellen Werte, die wertvoll sind. Aber durch diese Trennung der Produkt- und der Anbieter ist es in dem Sinne möglich, diese Abhängigkeiten zu reduzieren. Das mal so als prinzipielle Grundüberlegung und vielleicht auch ein bisschen als Kritik an dieser 2005-Strategie des Bundes, wo eben sagt, Open Source gleich behandeln wie proprietäre Software. Wenn wir uns diese Grafik vergegenwärtigen, ist es einfach nicht das Gleiche. Man vergleicht quasi Äpfel mit Birnen und deshalb ist man zum Schluss gekommen, man sollte auch diese Äpfel mit Birnen nicht vergleichen, so eins zu eins, sondern eben die Eigenschaften der Wechselfähigkeit, wie Daniel Wild gezeigt hat, noch stärker auch berücksichtigen. Dazu hat die SIK diese Checkliste Beschaffung von Open Source Software veröffentlicht. Das war vor 2 Jahren hier in der Beschaffungskonferenz. In dem Sinn nichts wahnsinnig Neues, aber vielleicht jetzt in einem neuen Kontext doch wieder sehr aktuell. Und da kann man sagen, diese wichtigen Fragen dieser Checkliste, mal grundsätzlich eben, sind die Unterlagen einer IT-Beschaffung funktional verfasst oder gibt es irgendwelche proprietären Standards entsprechend, Produkte, Anbieter quasi voraussetzen. Und das wiederum wäre in idealer Weise zu verhindern. Und eine zweite wichtige Frage, eben wird die Lieferung der Software unter einer Open-Source-Lizenz der technischen Spezifikation vorgegeben, also als Eignungskriterium könnte man auch sagen, oder wird Open-Source als Zuschlagskriterium bemessen, weil eben diese unterschiedlichen Eigenschaften der Software-Lizenzen vorhanden sind, dann in dem Sinn macht das eben auch durchaus Sinn, diese zwei Dinge unterschiedlich zu behandeln. Das ist rechtlich, beschaffungsrechtlich absolut erlaubt und eben in dem Sinn sogar wird es auch praktiziert, wie wir nachher sehen werden bei den Beispielen. Weitere Fragen, die man sich stellen sollte, eben wird diese Software, wenn sie mal Open Source ist, wie wir richtig gehört haben, ist sie dann nicht einfach automatisch, ist man dann den Anbieterabhängigkeit da, sondern eben, da ist eben wichtig, gibt es noch andere Installationen von dieser Software von nicht diesem selben Anbieter, weil wenn es eben von immer der gleiche ist, der sein eigenes Produkt zwar Open Source überall installiert, ist man immer noch am Ende des Tages von Anbieter abhängig. Oder eine wichtige Frage, ist die Open Source Community Aktivität berücksichtigt? Ist es ein Projekt, das eben nichts mehr läuft, weil alle gewechselt haben auf eine andere Community? Auch das sind wichtige Fragen für die Nachhaltigkeit. Und eben drittens, werden eben andere Dienstleister explizit bieten die Dienstleistungen an? Wenn ja, ist das gut, wenn nein, ist man vom Regen in die Traufe gelandet. Dann eben das zweite Merkblatt, das es gibt vom BBL, vom Bund. Da steht auch sehr viel Spannendes drin. Generell einfach mal wichtig eben dieser Wettbewerb, das als Ziel, übergeordnetes Ziel, dass in dem Sinn eben diese gleichen Chancen da sind. Da denke ich, müsste man mal mittelfristig schauen, ob man das überdenkt. Und weiterer Punkt, eben diese Vorgabe sollten nicht stattfinden, technische Vorgaben sollen nicht bestimmte Produkte vorschreiben, außer es gibt wirklich gute Gründe und die sind auch schriftlich festgehalten. Und dann eben auch wiederum offene Standards, zumindest das, wo man da die wechselseitige Fähigkeit erhöhen kann. Und eine wichtige Aussage, Open Source Software per se ist nicht beschaffungsrelevant im Sinne von, wenn die Software einfach eingesetzt wird von internen Mitarbeitenden, passiert ja kein Vertrag mit einem Dienstleister. Also kann man auch das in dem Sinn ohne Ausschreibung, nicht mal ohne unterschwellige Freihänder kann man das einsetzen. Und da gibt es ja ganz viele Beispiele. Stadt Bern braucht Nextcloud anstelle von Dropbox und so weiter. Nach der Bundesverwaltung gibt es jenste Open Source Produkte, die eingesetzt werden, ohne dass jemals ein Dienstleister dazu verwendet wurde. Erst eben, wenn man eine Dienstleistung ausschreibt, erst dann ist es auch wirklich beschaffungsrelevant. Gut, und jetzt schauen wir uns ein paar Beispiele mal an. Wie wurden
beispielsweise im Kanton Bern das Zuschlagskriterium Open Source berücksichtigt. Da gab es Ausschreibungen, das ist eine davon, IT at Cost, Beschaffung Schulverwaltungslösung. Da geht es das Kriterium Investitionsschutz oder eben Wechselfähigkeit, könnte man sagen. Unabhängigkeit vom Entwickler, 2% Gewichtung, immerhin. Man nimmt alles, was man kriegt. Und hat dann in dem Sinn eine Maximalpunktzahl erhalten, wenn man entweder ganz oder teilweise Open Source einsetzt, der Kunde den Softwarecode im Umfang einer Open Source Lizenz erhält und es auch noch außerhalb, also neben diesem einen Anbieter noch Anbieter gibt, die Dienstleistungen anbieten. Dann kann man von 0 bis 2 Punkte kriegen. Ja, das ist ein Beispiel. Vielleicht gibt es noch weitere Beispiele. Schicken Sie sie mir, ich sammle sie. Dann gibt es ein Beispiel der Submiss-Beschaffung. Die ist vielleicht auch noch bekannt, weil da wurde eine Beschaffungssoftware beschafft. Und deshalb in dem Sinn hat das ein bisschen den Markt bewegt. Da gab es ein wichtiges Eignungskriterium der Stadt Bern und die haben gesagt, der Anbieter erklärt sich bereit, dass der Source Code unter einer Open Source Lizenz veröffentlicht wird. Und das ist in dem Sinn quasi nur die, die können anbieten, die auch die Software unter einer Open Source Lizenz freigeben, also der Stadt Bern übergeben. Gewonnen hat die Firma European Dynamics und zwar mit dem unbekannten Open Source Framework QLAC Fuse, das kann man anschauen gehen, eine Website gibt es. Wenn man das einmal anschaut, eben das ist wirklich eine Software, die ausschließlich von 2, 3 Entwicklern der Firma European Dynamics programmiert wird. Das letzte Mal wurde die Website vor ein paar Jahren aktualisiert. Jetzt einfach so quasi von meinem Stand aus würde ich das als Fake Open Source oder wenn man von Fake News, haben wir auch Fake Open Source reden. Und da haben wir uns überlegt, ja, was wäre jetzt besser, nicht nur als EK, ja, nein, Hauptsache Open Source, man muss das eben auch da differenziert hinschauen. Und da haben wir eine ganze Liste von Zuschlagskriterien entwickelt, wo wir denken, könnte möglich sein, um auch eben qualitativ zu sagen, ist das wirklich eben diese Anbieterabhängigkeit, die reduziert wird. Und da gibt es jense Beispiele, nur einfach eines Wichtiges, wird das Open Source Framework auch von anderen Firmen verwendet? Erst wenn quasi eine Anzahl Firmen aufgezeigt werden können, die auch tatsächlich diese Software als Dienstleister unterstützen, erst dann hat man eben quasi da Punkte geholt, wenn man das so berücksichtigt. Nebenbemerkung, Open Source Directory, dieses Verzeichnis der Open Source Anbieter, Open Source Referenzinstallationen, Open Source Produkte, da kann man das nachschlagen, www.ossdirectory.com und kann schauen, wer braucht schon welches Open Source Produkt und vor allem gibt dieses eine Open Source Produkt, gibt es auch andere Anbieter, nicht nur diese eine Firma, die da offeriert. Oder das Beispiel der Open Source Community, ja, wie misst man das? Noch schwierig. Da gibt es eine Plattform, die nennt sich Open Hub von der Firma Black Duck. Da kann man rund über 500.000 Open Source Projekte quasi Hose runter schauen, wie die aussehen. Und dann sieht man beispielsweise QLAC Fuse, kann man nehmen, verglichen mit Symfony, ein sehr bekanntes Open Source Framework, oder noch mit Ruby on Rails. Bei QLAC Fuse sieht man All-Time Statistics, 4 Entwickler. 10 Commits, bei Symfony sind es irgendwie 1600 Entwickler und bei Ruby on Rails über 4000 Entwickler, Zehntausende von Commits, also da läuft die Musik. Und das ist dort, wo man dann eben wiederum bewerten kann, ist diese Software auch zukünftig mit einer Zukunft oder nicht. Das sind so mal die klassische Beschaffung über EKZK, wo man TS-mäßig dieses Open-Source-Thema berücksichtigen kann und aber eben auch richtig tun muss. Eine weitere Art, das ist, auch da greife ich quasi in die Vergangenheit der IT-Beschaffungskonferenz zurück, da haben wir 2012 aus Schweden extra eingeflogen, eine Beschaffungsstelle gehabt, die hat gezeigt, dass man Rahmenverträge machen kann mit Open-Source-Anbietern. Warum will man das? Weil man beispielsweise so Sachen wie GIMP dann mal irgendwie pflegen muss oder vielleicht gibt es noch ganz viele andere Open-Source-Produkte,
Da gibt es typischerweise nicht eine große Firma wie Microsoft, die dann einfach 30 verschiedene Softwareprodukte abdeckt, sondern man muss mit ganz vielen kleinen Subunternehmen arbeiten. Das ist natürlich mühsam und schwierig und jedes Mal eine WTO-Ausschreibung machen ist sehr ineffizient. Und deshalb haben sich die Schweden überlegt, wir machen eine Ausschreibung, einen großen Rahmenvertrag, suchen 4, 5 Open-Source-Generalunternehmen sozusagen, die dann wiederum übers Kreuz verschiedenste kleine Open-Source-Entwickler, eben diese Jean Page oder die Leute sind ja häufig so Einzelfirmen, aber die haben eine gute Community, also die haben einen guten Draht zur Community und können dann wiederum diese Open-Source-Generalunternehmer unter Vertrag genommen werden. Und die Schweden haben das sehr detailliert gemacht, die haben all die Unterlagen übersetzt, Sie können sie unter diesen Links nachschlagen. Es wurden 10 quasi Softwarekategorien definiert und dann konnten sich diese Open-Source-Generalunternehmen auf 10 verschiedene Gebiete quasi bewerben, wo sie dann wiederum ihre Sublieferanten mitbringen konnten. Und auch wirklich die ganze Palette von Fehlerbehebung, Integration, Installation und so weiter. Wichtig auch eben, die Anbieter mussten wirklich volle Gewährleistung geben und dort sagen, sie legen die Hand ins Feuer. Und die letzte und dritte Variante, wie man Open Source beschaffen kann oder weiterbringen kann, entwickeln kann als öffentliche Stelle, ist so das Thema gemeinsame Weiterentwicklung. Wir reden häufig von Crowdfunding, wenn man so kleine Geldbeträge gibt. Hier würde ich sagen von institutionellem Crowdfunding. Wir sehen nachher noch ein paar Beispiele. Also die Idee ist ganz konkret, wenn man ein System strategisch braucht, eben QGIS bei der Stadt Uster, dann will man eben nicht einfach nur kleine Features entwickeln und dort entsprechend nur kleine Sachen verbessern, sondern man möchte große Sachen machen. Für kleine Sachen gibt es Bounty Source beispielsweise, da kann man sagen, ich brauche ein neues Feature beim Open Source Projekt XY und dann entwickelt das einem. Oder wir haben vorher gesehen, Upwork, kann man irgendwelche Entwickler direkt beauftragen. Institutionalisiertes Crowdfunding, da ist es ein längerer Prozess, da muss man eben zuerst mal die Anforderungen gemeinsam abholen, schauen, wie könnte man das aufgleisen und dann eben schauen, was würde das dann Ganze kosten und dann noch die Finanzen organisieren. Wir haben das mal bei Ernst & Young durchgespielt, als wir verschiedene Behörden auch zusammen koordiniert haben, ziemlich aufwendige Sachen. Aber nicht nur da, auch die Swisstopo hat das vor ein paar Jahren mal gemacht, als sie Open Layers 3 neu implementieren ließen. Und da hat die Swisstopo selber 100.000 Franken gegeben, unter der Bedingung, dass noch weiter 250.000 Franken von anderen Behörden gegeben werden. Und dann, als man quasi diese 350 zusammen hatte, konnte man total dieses Geld investieren, um die Weiterentwicklung zu machen. Oder in der Baugesuchsverwaltung gibt es GAMAG, eine Software, die innerhalb dieser 8 Kantone, die sie einsetzen, ausgetauscht wird als Open-Source-Software und eben auch so gemeinsam weiterentwickelt wird. Im Kanton Bern ist das Thema eben auch politisch und juristisch in dem Sinn abgesegnet und das wird jetzt in Kürze auch wiederum dazu führen, dass der Kanton seine Software Open-Source gibt und dann schaut, ob sich weitere Behörden finden, um gemeinsam das Thema Softwareentwicklung weiterzubringen. Von dem her, join the revolution. Ich habe in dem Sinn abgeschlossen. Besten Dank. Herzlichen Dank, Matthias. Noch 1, 2 Fragen liegen sicher drin. Da ist eine. Ja, eine Frage an dich, Matthias, oder an Daniel Wild auch. Ist eigentlich das Beispiel, das du gegeben hast in Punkt 4 mit dem Eignungskriterium auch so machbar? Also WTO-mäßig, wenn ich das umkehre, also Gleichberechtigung, wenn ich sagen würde, es muss Open Source Software sein, aber unbedingt ein Teil proprietär, wäre das auch ja keine Gleichberechtigung, oder? Also Eignungskriterium, meine ich. Also du meinst jetzt von den hier, oder? Mit EK, genau. Dieses hier. Ja? Also das ist so, also da in dem Fall ist es definitiv diskriminierend für die, die proprietäre Software anbieten, die dürfen hier nicht anbieten.
Das Interessante ist, ich war selber in der Kommission, wo wir das im Stadtrat vertieft angeschaut haben, habe gesehen, was für Anbieter kamen da. Und da waren Anbieter darunter, die bereit gewesen wären, ihre proprietäre Software unter einer Open-Source-Software anzubieten. Also wenn die Vorgabe entsprechend ist, es muss so sein, dann reagiert der Markt. Und das ist in dem Sinn, also... Ja. Weil wenn du das als ZK-Anbieter mit einer Punktezahl, okay, ja, aber das ist ja das ist ein Ausschluss. Mhm. Wenn du es nicht hast, bist du nicht dabei. Genau, aber so ist ja jede Beschaffung ist irgendwie diskriminiert. Aber wir können doch gerne Daniel Wild sein. Will das jemand kommentieren? Ja. Ich muss wahrscheinlich die Frage auch noch zu den echten Juristen rübergeben. Es ist ja immer so, dass einfach sachliche Gründe gegeben sein müssen, für das ein bestimmtes Kriterium durchgesetzt werden muss. Und hier müsste man sich jetzt die sachlichen Gründe überlegen. Und die könnten zum Beispiel sein, dass es durch weitere Kantone ohne Einschränkung nutzbar sein muss. Also das heißt, den einen oder anderen sachlichen Grund wird man finden, im Sinne, dass es zum Beispiel in der gesamten Eidgenossenschaft harmonisiert verwendbar ist. Und wenn man einen solchen Grund hat, dann kann das vielleicht durchaus funktionieren, ist aber sicher auch potenziell für eine Einsprache ein Risiko, das muss man ganz klar auch sagen. Gut, wenn es noch eine allerletzte brennende Frage gibt, dann jetzt. Sonst würde ich Sie entlassen in die Pause und in den letzten Teil. Herzlichen Dank, waren Sie da, waren spannende Vorträge. Danke.